Ja, ich habe ganze Woche trainiert, still was Hagen gespielt. Und Hagen ist drittes Mannschaft in der Bundesliga mit Punkt gemacht. Und das für uns war sehr wichtig, dass Hagen heute bleibt unter 70 Punkte. Und ich habe das gemacht und ich denke, das erste 10 Minuten war nicht so einfach, weil Hagen alles was hat geschießt getroffen, aber second, zweites und drittes, viertes habe ich sehr gut, gespielt und dann habe ich gewonnen. Einfach. Beeindruckendes Zeichen der Teamleistung war auch, dass heute jeder, der auf dem Feld stand, bei Alba Punkte gemacht hat. Macht das Alba aus, diese Ausgeglichenheit? Ich kann nur sagen, dass ich bin froh, dass Nils ist zurück, weil für uns ist ein sehr wichtiger Spieler und mit Nils ist es einfacher zu spielen für andere Spieler. Und heute hat alle Spieler hat gut gespielt und jetzt ich habe eine ganze lange Woche und wir spielen gegen Ulm in Ulm. Das ist für uns sehr wichtige Spiele und wird nicht so einfach, weil Ulm jetzt spielt sehr gut. Von Saison hat nicht so gut gespielt, aber jetzt ist eine sehr, sehr gute Forma und hat Bayern zweimal gewonnen mit 20 Punkten und für uns ist ein sehr wichtiges Spiel. Dennoch ist es wahrscheinlich nicht leicht, das zu kombinieren. Einerseits muss man jedes Spiel gewinnen, um in der Tabelle nach oben zu kommen. Andererseits will man sich quasi einspielen, auch neue Spieler wieder integrieren, die zurückkommen. Wie macht ihr das? Ich denke, das Wichtige ist, dass wir sind in Playoff in der beste Spielform, was wir können im Moment. Aber ich denke, ich habe 7, 8 Wochen, sehr lange Zeit, alles kann passieren in dieser Zeit. Aber für uns, dass wir hier alles gesund sind, ist die Wichtige. Letzte Frage noch, du hast gerade schon angesprochen, Ulm, ein direkter Konkurrent auch in der Tabelle. Wie geht dir das Spiel an? Das ist ein Playoff-Spiel. Ich denke, dass das von der Intensität für alle wird nicht so einfach. Sehr gute Stimmung in die Halle und ich denke, das ist für uns wie ein Playoff-Spiel. Danke, Krischer.